Ein wuchtiger und dennoch verspielter Brunnen verschönert den Bereich vor dem einstigen Bahnhofsgebäude im erzgebirgischen Oesnitz. Die im Jahr 2015 errichtete Anlage trägt den Namen Schwarzes Gold. Der im Mai 2018 verstorbene Lugauer Künstler Klaus Hirsch gestaltete den Brunnenentwurf als Hommage an den früheren Bergbau im Lugau-Oesnitzer Steinkohlerevier. Die Enden der zueinander versetzten Blocksteine symbolisieren das schwarze Gold. Die Stolberger Steinmetzwerkstatt Friedhold Scheunert hat den Brunnenbau umgesetzt. Der Brunnen besteht aus schwarzem Basalt.